Ja Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Unterwegs aus Solstheim in Miraarks Tempel. Mit Teldrin wie immer und mit Freya, die uns oben auf der, an der Oberfläche begegnet ist. Und uns einfach mal begleitet. Fallenauslöser. Ha! Ich habe zwei Fallenauslöser gesehen. Und ihr folgt mir auch ordnungsgemäß. Werde ich ja gleich hören. Wie ultra nett das aussieht. Ich möchte mir nicht vorstellen, was hier passiert sein mag. Wer waren die armen Seelen, die in diesen Käfigen gefangen gehalten wurden? Welche Qualen mussten sie durch Miraak erleiden? Geschah es im Dienst der Drachen oder für seine eigenen Zwecke? Ich habe keine Ahnung. Schau mal da hoch. Ich glaube, ich sehe etwas. Alter, Freya, komm mal. Die Treppe ist zerstört. Aber irgendwo muss es einen Weg nach oben geben. Wer weiß, ob dort nicht etwas Wertvolles zu finden ist. Ich sehe mich mal um. Wenn ihr bereit seid, können wir weitergehen. Finger von dem Trank, den will ich mir holen. Geh da weg. Also ich... Ich werde mich jetzt hier umgucken. Ich bin nur gerade verwirrt, was Freya hier tut. Begleitet sie uns noch oder nicht? Also im Moment, weil sie hat ja gesagt, wenn wir fertig sind, kann es weitergehen. Elixier der zusätzlichen Magika? Moment! Magiker wird für 60 Sekunden um 100 Punkte erhöht. Aha. Ich dachte, es wäre was Tolles. Freya. Rennt ihr mich einfach um? Ich würde ja gern erstmal da runter. Da kommt bestimmt gleich irgendein Trauger rausgehüpft. Oh. Na klar. Ein Todesfürst. Warum auch nicht? Wupp. Höh, das wäre leicht. Wie uns der Todesfürst einfach mal auch gar nicht sieht. Ebenerzkriegshammer. Gesundheit wiederherstellen und Gold auf jeden Fall. Nee, ich habe keine Ahnung, wie lange der Dungeon noch ist, was wir hier noch finden. Deswegen lasse ich den Ebenerzkriegshammer erstmal Ebenerzkriegshammer sein. Ne? Gold. Nordpfeile, die machen nur 10 Schaden. Die wollen wir nicht. Wow, und hier hinten ist ja richtig viel. Nicht. Aber gut, so ein Todesfürst halt eben mal weggebasht. Irgendwo muss es einen Weg nach oben geben. Kultisten. Seid ihr doof? Lustig. Ich liebe es zu schleichen. Es ist so unfassbar gut. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt erstmal gucken soll oder will, was da oben ist, wo Freya gesagt hat, hier guck da mal. Ich glaube, das machen wir erstmal.
und gucken mal, was uns hier oben erwartet. Also die Treppe ist im Arsch, hat sie gesagt. Wahrscheinlich bin ich jetzt ganz umsonst zurückgelaufen, weil das die einzige Feststellung ist, die auch wir treffen können. Ich bin hellauf begeistert. Ich erneuere die Lautlosigkeit und wir haben keine andere Wahl, als nach unten zu gehen. Die Kultisten sind mittlerweile mit den Dwemer-Pfeilen One-Hits. Ein Todesfürst, haben wir gesehen, braucht 3 Pfeile mit doppeltem Schaden. Also 3 Pfeile aus der Verstohlenheit heraus. Ich muss schon wieder husten. Fertig. So, wie liegst du denn da? Ich hab keinen Bock. Was auch immer du da vorhast. Orkischer Dolch, nö. Ja, das sah jetzt komisch aus. Er liegt breitbeinig da und ich ziehe ihm die Robe aus. Aber es ist nicht so, wie ihr denkt. Dwemer-Pfeile, Resistenztrank. Schutzgeist beschwören. Ausrüstungsmodus. Schutzgeist beschwören. Z wie Zauberbuch, ne? Yay, hatten wir noch nicht. Nice. Robe und sonst nix. Hab ich von dir jetzt alles genommen? Nee. Nee. Ich habe auch meinen. Tell drin, alles safe, alles safe. Okay, eingewickelte Draugr. Wie schick. Ein leerer Draugr, noch ein leerer Draugr. Knobi! Grasam, Grasam. Deckung, Knochenmehl, Knochenmehl, Knochenmehl. Leere Urne, leere Urne. Schnell speichern. Schicke Laterne. Hab das Bedürfnis, hier mit voller Lautlosigkeit runterzugehen und nicht mit halber. Entschuldigung. Da habe ich den Mute-Button verfehlt. Beziehungsweise so schnell nicht drücken können. Weil der Huster mich komplett überrascht hat. Du kommst ja doch mit. Ich dachte, du bleibst in deinem Arsch da oben und wartest. Griff aktivieren. Da liegt ein Skelett. Gold. 9 Gold. 5 Gold. Wird ja immer weniger. Voll die ärmlichen Verhältnisse hier. Hier könnten wir noch ein bisschen Draugr plündern. Wo, 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 wo? Da. Was? Alles gut. Wie er uns einfach mal nicht sieht. Weltklasse. Scheint also mit dem Schleichen und der Lautlosigkeit nur für uns zu gelten. Das heißt, wir könnten theoretisch begleitermäßig dabei haben, was wir wollen? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Ich kann das nur vermuten. Oh. Und tschüss, Kollege. Gut. Du bist doch ein ganz normaler Draugr. Oh. Ein Wicht.
Wo kommt ihr denn? Oh, Todesfürst. Wieder siegreich. Also, mit den ganzen Begleitern hier am Arsch kann uns eigentlich nur sehr wenig passieren, wie wir gesehen haben. Ich dachte eigentlich, der Wicht sei ein One-Hit. Gewicht 22, Wert 381, das nehmen wir natürlich nicht mit. Das ist wieder der Atronarch, ne? Ich denke, als hier atmen noch ein Trauger rum. Gold und 3 Pfeile bitte wieder für uns. Gut, dann gucken wir uns mal weiter um. Feuersalz, normales Salz, Urnen. Plündern wir natürlich komplett. Oh, Tränke. Oh, eine Begräbnisurne. Gesundheitsherstellung 50, 50, 50. Verzauberung 25. Elixier der Stärke. Alles her. Na? Hier auf. Natürlich stehst du auf. Hopp. Klappe halten. Lautlosigkeit erneuern. Ach, ist das schön. Ach, macht das Laune. Zack. Boah, da habe ich es gerade so noch auf den Mute-Button geschafft. Ja, da ist schon wieder so eine Schnappfalle. Da kriege ich doch jetzt schon wieder die Krise. Wer beschwört denn hier irgendwas Atronarchisches? Hört auf damit. Hier ist doch gar nichts. Noch nicht. Und ich habe ständig das Gefühl, dass mich hier irgendwer schiebt. Steht hier gleich wer auf? Irgendwie ja nicht. 7 Gold. Und eine Truhe. Eine Dwemer-Rüstung. Nö. Dwemer-Rüstung hatten wir eine ganze Zeit lang an. Finde ich, ist immer noch vom Aussehen her eine der coolsten Rüstungen in Skyrim. Sie sieht einfach so episch aus mit diesem Gold und Violett. Das sieht einfach großartig aus. Hier speichere ich mal. Denn ich habe die ungute Befürchtung. Ja. Das geht. Uah! Nein! Moment! Habe ich das Wichtigste vergessen? Steuerung. 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 Schrei. Kann das ja nicht gehen. Da müsst ihr schon besser sein. Glückstreffer. Boah. Die haben mich jetzt etwas. Jetzt wibbelt's hier aber ein wenig vor Todesfürsten. So.
Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wenn ich jetzt zurückgehe und die plündere, dann latscht ihr bestimmt ständig über die Auslöse, aber egal. Ich kann mir ja keine Todesfürstenplünderei entgehen lassen. Auch wenn sich das jetzt super gelohnt hat. Lass mich da mal vorbei, danke. So. Sind die alle leer? Wo ist denn hier ein Fallenauslöser? Wir können hoch, wir können runter. Ist jetzt vom Weg her nicht zu erkennen, was der richtige ist. Ich gehe erstmal hoch, weil hier kam der Todesfürst auch her. Beziehungsweise müsste der hier noch irgendwo liegen. Da oben, und wir können ihn plündern. Gold, Dwemer-Pfeile. Orkische Pfeile. Wollte ich keine mehr mitnehmen, oder? Nee, ne? Nee, wollte ich nicht. Wir haben so derb viele Pfeile. Ich könnte auch langsam mal echt auf die Ebenherzpfeile switchen, weil wir haben genug. Fast 400. Noch geht es mit den Dwemer-Pfeilen eigentlich ganz gut. Vulkanglasstiefel, die haben ein sehr gutes Wert-Gewicht-Verhältnis, weil das Zeug eben nichts wiegt und einen relativ normalen Wert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die beiden Wege da vorne zusammenschließen. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück und gehen nochmal unten rum. Auch wenn uns da jetzt nichts Neues, Aufregendes begegnen wird, gehe ich mal von aus. Bams. Und was kriege ich zur Belohnung? Ein Huster. Kann doch nicht wahr sein. Gut. Hä? Hä? Okay. Ey, lass mich hier hoch. Da liegt er rum, der Wicht. Der elendige Wicht. Nordpfeile wollen wir keine haben, weil sie nur 10 Schaden machen. Sie wiegen zwar nichts, aber ich habe auch nicht wirklich die Böcke, mich zuzumüllen mit Sachen, die ich nicht brauche. So, das ist hier ja gerade so ein bisschen verwirrend und verworren. Ausdauer, Dietriche, Gold. 12 dätrische Pfeile, ey. Und ein gefüllter Seelenstein. Na, die Truhe war doch mal echt gut. Aber richtig gut. Ich würde sagen, diese Doppeltür. Was tut dieser Fallenauslöser? Feuer? Pfeile. Da. Bestimmt. Schießt wohl einfach nur Pfeile. Wird nichts Wildes sein. Egal, wir gehen beim nächsten Mal drüber. Oder probieren wir es jetzt noch aus. Wir probieren es jetzt noch schnell aus. Hey. Feuer und die Tür geht zu. Ja. Kommt schon. Nicht runter. Es wäre dumm, es zu versuchen. So. Ihr habt viel bessere Chancen als ich, diese Fallen zu überwinden. Ich zweifle nicht, dass dieser Hebel die Klingen deaktiviert. Ich warte erst einmal hier. Genau, geh meditieren. Und wo siehst du denn da hinten einen Hebel, Schätzelein?
wir rüsten mal schon mal den Wirbelwind-Sprint aus. Probieren aber erst beim nächsten Mal, ob wir hier mit dem Wirbelwind-Sprint heil durchkommen oder nicht. Und gucken dann mal, ob wir da hinten irgendwo einen Schalter finden, der das Ganze deaktiviert, dass ihr Hansels hier auch halbwegs anständig durchkommt. Joa, so machen wir es. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, übermorgen geht's dann hier weiter durch diese Sichelfallen. Also Leute, bis dahin. Ciao, ciao.